Hallo, die Menschheit steht vor der Klimakatastrophe und wir haben keine Zeit mehr abzuwarten. Warum sage ich Katastrophe? Ein drastisches Wort. Weil, naja, wenn wir jetzt das 1,5-Grad-Ziel nicht einhalten, unsere Erde in einen Teufelskreis der Erwärmung hineingerät. Wenn es wärmer wird, dann brennen die Wälder wegen der Trockenheit ab und sind halt keine CO2-Speicher mehr. Der Permafrostboden taut auf und setzt wiederum erderwärmendes Methan frei, welches dort seit Jahrtausenden gespeichert war. Und die Gletscher schmelzen und dann wird die Erde frei und reflektiert weniger Licht in den Weltraum als vormals das weiße Eis. Oder kurz, wenn die Erwärmung mehr als 1,5 Grad wird, führt die Erwärmung zu mehr Erwärmung, was wiederum zu mehr Erwärmung führt. Und das bedeutet, entweder bleiben wir unter dem 1,5-Grad-Ziel, ist schon schlimm genug, oder die Temperatur schießt hoch und wir haben 2100 eine viel, viel, viel wärmere Erde. Und die Auswirkungen einer solchen Veränderung wären katastrophal. Zum Beispiel Spanien und Italien unbewohnbar heiß, Holland und Teile Norddeutschlands im Meer versunken, Brandenburg eine Steppenlandschaft und Elbfluten hier jetzt in Dresden, wogegen 2002 ein Witz sein wird. Und daher ist jetzt die Zeit, um diese Katastrophe noch abzuwenden. Die 1,5-Grad-Grenze ist keine Verhandlungsbasis. Sie muss eingehalten werden. Was hat das alles jetzt mit der Bundestagswahl zu tun? Nun ja, im Bundestag werden die Rahmenbedingungen für Gesellschaft und Wirtschaft gesetzt. Was wird gefördert, was wird besteuert? Und diese Rahmenbedingungen, auch nach 30 Jahren Klimadiskussion und Lippenbekenntnissen der jeweiligen Regierungsparteien, diese Rahmenbedingungen sind momentan einfach grundhaft falsch. So wird zum Beispiel Diesel subventioniert, Flugbenzin wird subventioniert, Autobahnen werden durch gesunde Wälder geschlagen, gleichzeitig ist Bahnfahren irre teuer, Windräder werden verhindert und während Autos 1000 Euro schwere Kaufprämien bekommen und immer mehr sündhaft teure Straßen gebaut werden, gibt es so gut wie keine Förderung für Lastenräder und auf dem Land verreckt man oft, wenn man mit dem Bus von A nach B fahren muss. Mit den heutigen Rahmenbedingungen, so muss man es ganz klar sagen, lässt sich das 1,5-Grad-Ziel nicht erreichen. Und oft hört man, aber dieser Klimaschutz kostet doch so viel und vernichtet Arbeitsplätze. Was man hierbei aber nicht sagt, ist, gerade diese Rahmenbedingungen, die wir jetzt haben, die bestimmen über die Zukunftsfähigkeit der Wirtschaft oder auch nicht. RWE, es ist doch scheißegal, ob sie Kohle oder Ökostrom verkaufen. Was RWE interessiert, ist, machen sie Geld mit dem, was sie machen. Aber solange die Politik den Kohlestrom schützt und pampert und jetzt auch noch sogar neue Kohlekraftwerke gebaut werden und weitere Kohleabbaugebiete zugelassen werden, naja, in der Situation wird RWE natürlich das machen, was RWE machen will. Wir Piraten stehen für einen Kohleausstieg bis 2024. Wir Piraten stehen gleichzeitig aber auch für einen massiven Ausbau der erneuerbaren Energien und moderne Verkehrs- und Versorgungsinfrastruktur. Das wird ein paar Arbeitsplätze kosten, Dinge ändern sich, aber gleichzeitig hunderttausende neue innovative Arbeitsplätze schaffen. Um ein Beispiel aus Sachsen zu bringen. Statt in der Lausitz noch 17 Jahre Kohleparty weiter zu feiern und by the way, dabei die A4 für über 1 Milliarde Euro weiter auszubauen, sollte man lieber die Lausitz mit einem guten ÖPNV-Netz versehen, alle Städte und Ortschaften an superschnelles Internet anbinden und die Lausitz mit Menschen und Mittelstand zu ganz neuen Möglichkeiten bringen. Am 26. September ist Bundestagswahl. Wer jetzt 20 ist, kann das Jahr 2100 noch erleben. Ob wir das 1,5-Grad-Ziel einhalten oder nicht, entscheidet sich aber schon in den nächsten Jahren. Die nächsten Jahre sind die entscheidenden. Wählt also weise. Und wenn ihr zufällig gerade kleine Kinder, Enkel oder Urenkel habt, dann denkt dran, die müssen die ganzen Fehler der Vergangenheit ausbaden. Nun ja, was vergangen ist, ist vergangen. Kann man jetzt nicht mehr machen, nicht mehr ändern. Aber die Zukunft kannst du noch ändern. Und daher werde ich am 26. September Piraten wählen.